Hallo meine lieben Freunde des gepflegten LS-Neuze, willkommen hier zurück auf der Appstorfer Heide mit dem lieben Florian. Einen wunderschönen. Leider immer noch nur zu zweit. Ja, weil unser Kollege, der mitspielen wollte, hat in letzter Zeit ein bisschen viel zu tun. Haben wir alle. Und ja, deswegen kann halt nicht immer die Zeit aufbringen, da als abends, wenn wir aufnehmen wollen, dass er da immer da ist oder Zeit hat. Aber ja, irgendwann wird er hoffentlich schon dazu stoßen, ne? Ja, was wollen wir heute machen? Und zwar, wir haben es in der letzten Folge angesprochen, wir wollen so eine neue Sämaschine kaufen, beziehungsweise eine zweite, weitere. Wir haben uns so schöne von Mod Hub rausgesucht. Was haben wir denn wunderschönes rausgesucht? Philipp, kannst du mir mal erklären, was du siehst? Oh, ich bin mitten auf der Hauptstraße. Achso, oh, ja, dann ist schwierig. Dann zeig's ich euch. Ich bin gerade an den Rand gefahren, warte. Also. Ja, okay, aber die Leute müssen sie trotzdem mal sehen, was es überhaupt für ein Teil ist. Es ist eine junge. Oh, scheiße, ich muss raus. Ja, eine Junkari W700. Ja, 4,88 Meter. Ist das ein ausländisches? Habe ich noch nie gehört, auf jeden Fall. Ich auch nicht. Junkari, glaube ich, spricht man es. Also der Junkari. Ja, part of MS. Ich kaufe den mal, okay. Ja, also kostet 88.000, ist kein Schnapper, hat 7 Meter, braucht 170 PS, man kann auf 25 km/h damit fahren, ist natürlich schon angenehm. Das ist halt schon, also, ja. Von dem Ding schaut es ein bisschen aus wie die Horsch Pronto, von dem hinteren Teil und vom Aufbau hier, aber im Prinzip ist eine komplett neu aufgebaute Sämaschine. Also die hat eigentlich im Grundprinzip nichts mit der Horsch zu tun. Ich glaube tatsächlich mit dem, vermute ich mal, dass es keine deutsche Marke ist, glaube ich. Das auf jeden Fall nicht. Hört sich ein bisschen an wie amerikanisch oder englisch. Ja, entweder das irgendwie sowas. Also entweder gucken wir mal nach, was das denn für, aus welchem Land die denn kommt. Und ja, genau, in den letzten Kommentaren habt ihr zahlreich reingeschrieben, wegen dem Einbruch mit dem Deutz in Agravis, und da wurde mir auch einmal gesagt, mal Radio an, und zwar, dass man da auch das Tor aufmachen könnte. Oh Gott! Ja. Es lägt und es geht bergab. Schwierig, wir testen es mal. Flo? Kann man das Tor aufmachen? Ich glaub's nicht. Also warte, hast du es getestet? Warte, ich teste es. Bin gerade dabei. Also ich habe kein. Also im F1 sehe ich auch nicht, dass ich irgendwas anklicken könnte, und ich klicke ja auch rum und ich sehe aber auch nichts. Hä? Ich kann jetzt nicht machen, ne? Ich habe hier. Also, ich habe da kein Symbol. Ja, warte mal. Flo. Wait a minute, wieso kannst du das öffnen und ich nicht? Also ich kann ganz zartlos das ausmachen. Aber gestern, also das letzte Mal, wie ich hier war, habe ich es nicht aufmachen können. Ja, ich kann es ja auch nicht aufmachen, ich habe nicht mal eine F1, die Anzeige, die ich aufmachen das, könnte. Das hatte ich das letzte Mal auch nicht. Aber ja, jetzt kann ich es aufmachen, ich weiß aber nicht, woran es liegt. Dann lass offen. Bevor wir da irgendwie wieder welche Komplikationen haben. Ja. Ja, ich lass offen. Es ist zwar bis 18 Uhr zu, aber egal. Oh du. Oh. Wir sind ein bisschen arm. Alter. 4000. Ja, du, oh. Ich bringe es wieder Geld ein. Oh, Alter! Hm? Ich stehe so halb am Straßenrand, ne, mit dem Blinker nach rechts. Mir nimmt einfach so voll im euren Auto mit. Ah ja. Also ich bringe uns kein Geld ein, wenn ich mit einer ausgeschalteten Sämaschine über meine Bahn drüber fahre. Vielleicht ist das Ganze schwierig, nicht optimal. Hoffentlich ist da noch nichts angesetzt, weil ich habe hier, glaube ich, keine Pflegebereifung drauf. Kann der Pflegebereifung der Düngestreuer, Düngekackstreuer? Es ist noch nichts gewachsen. Also. Ich meine hier, an der Mission. Nee, du kannst eh nichts kaputt fahren, also, dem her. Ja, das schon, aber. Also, weil ich. Nee, Pflege kann der nicht. Der hat die dicken Schlippen drauf und so. Ich glaube, ein Düngerstreuer für Pflege ist jetzt auch nicht so geeignet. Also, auf jeden Fall, wenn er was Schweres drin hat. Bin ich der Meinung. Aber ja, ich hoffe, von den Aufnahmeeinstellungen passt alles so her, weil das wunderbare Windows-Update hat das mal wieder alles rausgekickt. Das heißt, das Mikrofon war nicht vorhanden, die Audio-Dingens, ja, welches Audio ihr jetzt hier hört.
vom LS war auch nicht mehr vorhanden und ja. Aber ansonsten glaube ich sind alle Einstellungen gleich geblieben. Ich hoffe es mal. Ansonsten sehe ich es dann in der morgigen Folge. Ich bin gerade am GPS-Kurs einstellen. Okay. Alter! Rauscht es schon ein bisschen aus da drüben? Nein! Bist du da sicher? Ich würde doch nie im Leben ausraschen. Nein! Dafür bin ich doch viel zu seelenruhig. Definitiv, ja. So. Wunderbar. Ich weiß, wir haben noch gar nicht drüber geredet gehabt. Wollen wir eigentlich alles mit Hafer bestellen oder? Ja, würde ich schon sagen, damit wir ein bisschen Stroh bekommen. Okay. Machen wir das so. Das ist ein Riesenfeld, du. Ja, das ist eins von den größten, oder nicht? Das ist, glaube ich, das größte Feld. Oder das? Weil du bist das auf der. Das größte Feld. Ja, du bist auf der 23 unterwegs. Das ist, also du bist da schon ein bisschen bei. Du hast zwar Düngerstreuer dran, das war eigentlich relativ. Oh Gott, der Flott geht aber. Mhm. Trotzdem. Ein bisschen braucht man dann doch, ne? Oh. Oh, der schaut schon wieder aus. Mach erstmal einen Vorgewende jetzt hier so. Nee, nee, nee. Ich weiß tatsächlich gar nicht, weil ich habe auch mal gehört, dass jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel hier mit Percussion Farming, dass jetzt, wenn man vor dem Säen düngt, das eigentlich gar nicht so gut ist, sondern man soll eher schon nach dem Säen düngen, weil sich dann irgendwie die Ausbringmenge vom Dünger der jeweiligen Pflanze, also dem jeweiligen, was angesiedelt wurde, besser anpasst. Ob es stimmt, ich weiß es nicht. Wir sehen es ja dann eh. Naja, mit Kunstdünger kann ich verstehen. Bei Kunstdünger schon, aber bei Gülle jetzt glaube ich nicht wirklich. Ja, also, ja. Bei Gülle ist individuell. Glaube ich zumindest. Müsste eigentlich schon so sein. Weil ich glaube, es wäre jetzt nicht so optimal, weil Gülle muss mehr eingruppern, wenn man jetzt ansieht, Gülle drauf hat und das dann untergruppert. Oh. Kann ich mir nicht so ganz vorstellen, aber bei normalen Dünger. So knapp. Kann ich es mir tatsächlich schon auch vorstellen, dass da irgendwo die Leute entdeckt haben könnten. So. Aber wie PS habe ich eigentlich? Ich habe 91. Du hast 175 und mein anderer hat 175. Wir haben beide 175. Wir haben beide 195. Ihr habt beide 175. Ja. Ja. Und 170 braucht die eine Seemaschine. Zum Glück haben wir kein Reha oder so mit drauf, sonst würden wir da mit 5 km/h links kriechen. Und nicht mit 25. Ja, 25, ich weiß gar nicht, ob wir 25 schaffen überhaupt. Normal schon. Bergab auf alle Fälle. Ja, das schon. Jetzt schafft der Deutsche auch. Also, ja. Der Mann heute ein bisschen tunen, ha. Machen wir Pflegeberatung runter, dann schafft er die easy. Oh, gehst du und buckel nur, leck mich am Arsch. Ist so, so ein bisschen wellig. Oder Hügel. Flo? Nee, ja, bist du umgefallen? Ich häng mit Allrad. Ei, ei, ei. Was, du hängst mit Allrad? Ich häng mit Allrad. Ich bin kurze Zeit 60 gefahren, alles klar. So, schön Saatgut auffüllen gehen, wunderbar. Ich hab Allrad drin und komm nicht mehr gut voran. Also jetzt inzwischen wieder, aber ich bin da drin, also da geht's. Da ist ein Graben, sag mal so. Ah, okay. Ich bin da reingefahren im
mit dem Diesel. Wenn wir rauskommen. Oha. Ja. Schwierig, ne? Ja, wir müssen uns echt ein bisschen ranhalten mit Ansehen und so weiter, weil es ist. Also. Schon minimal spät hier. Müssen wir mal ein bisschen im Nachteil arbeiten. Kann man auch nichts machen, ne? Habe ich kein Problem mit der Deutsch hat Beleuchtung. Jeder Traktor hat Beleuchtung. Außer irgendwas ist durchbrennt, dann ist schwierig. Ist das ein Haus oder eine Halle? Hier ist ein Haus. Noch vor eine Garage. Hat kurzzeitig so ausgesehen wie eine Halle. Ich wechsle Zerne. Ich weiß gar nicht, gibt's hier eine BGA? Ja, doch, gibt's. BGA müsste es geben. Ja, normalerweise gibt's schon eine BGA. Ja, gibt's noch. Oh, da habe ich vielleicht kurz ein Schild mitgenommen. Eieiei. Nicht so ganz optimal. Oh, moin, beziehungsweise guten Abend. Ich habe zwar eigentlich schon geschlossen, aber ich kann hier trotzdem noch reinfahren. Weil wir sind der Beste und einzige. Oh, das. Ja. Eieiei. Also, wir müssen jetzt aufpassen, weil die Sämaschine ist breiter. Wir kommen da nicht mehr so gut in Einfahrten und so weiter rein. Ich bin hier minimal hängen geblieben. Warte, wie in Einfahrten? Die ist 3 Meter breit. Ja, nee, aber Dingens. Ich war jetzt zum Beispiel, gerade bin ich bei Gravis da um diese Kurve rumfahren, da bei dem Häuschen, da wo man Saatgut und so weiter rausholen kann. Ja, das Rad ist halt weiter hinten. Ja, da bin ich vielleicht minimal hängen geblieben. Am Zaun. Oh, Flo, das geht auch nicht. Und doch. Die ist noch alles gut, es hat nichts verbogen, die ist noch ganz, ja. Die ist sogar noch sauber im Gegensatz zu meinem Steuer. Das ah, was sieht man gleich schon mit der Benzinmaschine. Hm? Hallo? Sieht man gleich schon mit der neuen C-Maschine. Ja, natürlich. Du bist gut. Oh. Heute habe ich es auch wieder hier. Oh. Du wirst auch hinten rumfahren. Also, wir hätten das Tor. Also, ich konnte das letzte Mal das Tor nicht aufmachen. Ja. Ich weiß nicht warum, aber. Und ich weiß auch nicht, was mich zergritten hat mit dem. Mit dem Baushop. Ich muss da noch einen Deckel aufmachen. Und übrigens, die Schaufel vom Dingens war die jetzt leer? Nee, doch. Doch, die war doch, glaube ich, leer. Oder habe ich mir jetzt gerade verguckt? Warte. Ach, die hat auch Dünger! Ja, moin. Also, wir können jetzt auch mit düngen gleich. Ja. Aber ich weiß jetzt. Stand hier dran. Nicht, wie sich das jetzt hier verhält. Wo muss ich denn den hier rein mit dem Zeug? Hallo? Ja, nee, da bin ich jetzt schon. Muss ich weiter hinter? Kann schauen, ne? Das kann sterben, dass ich da hinter den muss, aber. Ja, nee, also, ja. Also wir können es versuchen, aber ich weiß nicht, ob ich hier lebend wieder runterkomme. Also ich fahre es mal so weit rüber, wie es geht, bevor ich da runterrutsche. Und das wird jeden Moment sein. Was magst du denn? Oh, es geht! Ja! Was magst du denn? Ich fülle gerade die Sämaschine auf. Und dieser Punkt zum Auffüllen vom Saatgut ist ganz hinten im hinterletzten Eck. Was mit dem hinterletzten Eck? Halt am Ende von der Sämaschine ist halt der Trichter für Saatgut und da muss ich mit der Schaufel hin, damit es da reingeht. Ja. Ja, und ja. Das Ganze ist, da ist ja so eine kleine Rampe für den Kramer. Ja. Ja, und da muss ich jetzt ganz an die Kante fahren, damit ich da hinten rangekommen bin. Ach so. Und das war minimal risky. Dann machen wir mal Rundumleuchte an, wegen gefährlichen Spiegeln und so. Oh, nicht wieder wegrollen. Hallo. So. Nochmal eine Schieberin. Sag mal, wie geht's? Ich bin ja ganz gemütlich am Düngenski.
Noch eine Show. Hui. Machen wir mal Fensterchen auf hier. Oh. Arm vielleicht noch nicht einfahren, wenn man noch nicht ganz weg ist. Geht für meinen Geschmack sowieso ein bisschen schnell. Aber wie wir es einfahren. Ja. Mal sehen, wie man will. So, dann drücken wir nochmal R. Alles was gut, ich glaube, es hat noch keiner gemerkt. Vielleicht. Jetzt muss ich wieder rausgeholt, so. So. Was ist, Flo? Ja, alles gut. Nichts Schlimmes. Oder kann man jetzt sehen, wie man will. Aber den Fahrzeug und alles geht's gut. Die T-Maschine ist neu. Ja, es geht den Fahrzeugen gut, habe ich gesagt. Warte mal, wie kann man das jetzt hier leeren, wurde mir gesagt. Was ich ne. Ah, wait. Ich glaube, ich hab's gefunden. Ah, na da. Ah! Danke, ich bin jetzt einmal außen rum und zwei Bahnen in der Mitte, ne? Habe jetzt schon 70%. Nur noch. Ja. Wie viel gibt die Mission? Ein paar Leute haben es jetzt schon gemerkt, auf was ich habe. 20.000. Ja, okay, dann haben wir wieder ein bisschen was. Jetzt hat. Für 1.000 Euro muss man für Dünger Minus rechnen? Ja, okay. Aber warte mal, ich habe schon immer 30%. Wait, what? Ich habe schon fast 40%. Ja, oh, ey. Ach, schön. So. So, dann haben wir die letzte Schippe noch drin. So, Arm wieder einfahren und dann können wir die ganze Zeit stehen lassen. Oder Rumleuchte aus. Ich hätte meinen Steuer vielleicht auch ausschalten können. Nein. Machen wir mal wieder Deckelproof. Okay, da werde ich nicht rauskommen, das weiß ich jetzt schon. Oh. Da kacke ich ab hier. Oder schon ein bisschen zu ziehen, wenn die voll ist. Auf jeden Fall vom Stand weg. Junge, wie eng das hier. Also, jetzt mal Real Talk. Ich würde nicht durchkommen, ohne diese Shit mitnehmen. Also. Für große Maschinen ist diese Einfahrt nicht gemacht. Definitiv nicht. So, kommen wir heute noch zum Zelt? Ja, doch. Oh Gott. Da muss ich aber mal sagen, wenn wir jetzt auch 7 Meter hinten dran hängen, also das ist schon. Oh Gott, hier einen Zaun dran machen. Das ist schon ein bisschen. Oh, das haben wir schon Minus. Egal. Das ist schon ein bisschen mehr. Also wie vorher, ja, doppelt so viel und noch mehr da. Alles gut. Ei. Da hat gleich kurz das jetzt gewackelt, aber ja. So, durch den Kreisverkehr. Ich glaube, ich fahre jetzt dann hier vorne rechts, weil da geht es nämlich auch. Da kommen wir nämlich auch direkt zu unserem Feld dran, soweit ich noch weiß. Bist du hier vorne irgendwo oder irgendwo zu dem Haus? Das weiß ich noch. Ja, hier, ne? Oh, hier geht's rein. Ja, hier vorne bei dem Zaun. Ja. Ja, reinkommen bin ich auch, wunderbar.
Dann klappern die mal aus. Oh. Das schon. Das ist schon ganz eine andere Liga, muss man sagen. So, warte, jetzt müssen wir mal umstellen hier auf Hafer. So. So. Muss ich jetzt da irgendwas einstellen? Oh. Ich hab jetzt ein bisschen über der Hälfte von der Mission und bin bei 53% vom Düngestreuer. Ich glaube, der wird sich ganz knapp ausgehen. Okay. Stück doch in der Dünge ausbringen. Warte mal. Ja, das dürfte so passen, mal, also. Ich glaube schon. Ja, da muss ich die einstellen, das passt. Ich weiß nicht, ob du das auch hast, wenn du Chef 11 aufmachst, unten, ganz unten ist doch dann so eine Anzeige. Ich weiß nicht, ob du, hast du die auch? Von wie F11? Oh Gott. F11? F1. Ja, und dann? F1. Habe ich F11 gesagt? Warte mal. Du hast F11 gesagt, F1. Ich denke mir F1, Gehirn, Mund sagt F11. Egal. Beim Düngen zum Beispiel, hast du da irgendeine Anzeige unten? Ja, ja. Okay, habe ich nämlich jetzt auch beim Säen hier. Weil ich Säen ja, und ja, Düngen gleichzeitig. Ja, ja, das ist nämlich, die da steht dir die Ausbringmenge auf automatisch, ich weiß nicht, wie man die umstellt. Und dann steht ja, da noch dran, halt wo der Ziel ist, was, wie viel Stickstoff da hin muss auf das Feld und wie viel pH-Wert und so weiter halt. Mhm. Beim Kalk halt pH. Ich hoffe, ich mach das mal richtig, ne? Also, ich habe mit der noch nie vorher gearbeitet, deswegen kann ich also noch nichts sagen. Beziehungsweise mit Progression Farming beim Säen noch nie so, oder beim Säen und Düngen gleichzeitig noch nie so gearbeitet. Es ist kein Unterschied, Flo. Okay. Du musst nichts machen. Solange in der letzten Klammer ganz unten Outhome Punkt steht, musst du nichts machen. Halt. Automatisch. Arbeitsbeute haben wir jetzt 7. Ja. Das. Ne, darüber. So, das lassen. Sieht leider nicht schlecht aus. Oh. Also haben wir noch so einen kleinen Streifen stehen lassen. So, ne, GPS? Ja, sind wir. Naja gut, dann müssen wir mal danach bearbeiten, ne? Kann man auch nichts machen. Das ist definitiv zu hoch. Aber man sagt, da muss ich jetzt den Steuer schon ein bisschen mehr anstrengen, dass er die zieht hier. Ja. Aber er schafft es, die Hauptsache. Steuer. Hallo? So, dann nehmen wir noch ein Schlückchen. Wenn der dich nicht schafft, wer dann? Mhm. Ja, Deutz. Mein Johnny. Oder der, ja. Ja, wobei der will es auch nicht viel besser schaffen. Also, wie warum? Spielen. Die haben die gleiche PS-Zahl. Außer du hast bei deinem irgendwas illegal rumgeschraubt, von dem keiner weiß. Nee, nee, sind alle auf Original zu lassen. Nein. Fuller sein hat illegal 200 PS, was? Was? Und dann würde die Sälmaschine auf jeden Fall besser ziehen. Das vielleicht liegt sie ja auch am Motor oder am Getriebe. Mhm. Kann ja auch am Fahrer liegen. Ja, aber wait, wenn der Motor gepimpt ist, dann kann sie nicht am Motor liegen. Also. Getriebe? Okay, kann sein. Aber Motor? Du, schwierig. Doch, kann auch am Motor liegen. Hm? Weil heutzutage wird das alles Software. Ist das ja, okay, alles Software? Stimmt. Von der Leistung her. Bei deinem ist schon Software. Bei meinem noch nicht. Na, also auch.
Bei Mami ist auch noch, ist auch schon Software, aber bei mir wird auch noch was anderes gemacht. Ja, weil bei meiner ist ja die neueste Steuerversion. Vom CVT hier. Ist es halt ein CVT oder ist es noch ein Profi? CVT Profi normalerweise, ne? CVT. Ja, CVT. Steuer CVT 4145 Boost. Hat die Boost-Version? Oh. Ah, also ist deine offiziell hochgetrieben. Wahrscheinlich, ja. Also wenn sie, für was würde schon das Boost stehen? Raketenantrieb? Du musst aber schauen, gell, wenn oben irgendwas steht von ja, Mission ist fertig. Also. Du musst es sagen, gell? Ja. Oh ja. Allrad? Bringt uns nicht, oder? Alle, jo, das geht schon einiges schneller, muss man sagen. Das ist schon echt geil. 95% bis jetzt dahinter fahr, ist fertig. Oh, hier so. Wie viel Prozent haben wir denn schon? Oh, 96 schon. Ja, dann machen wir die Folge noch ein bisschen länger. Sind zwar schon bei 26 Minuten. Aber, oh, hier wächst schon was. Eieiei. So, wie schon was wächst. Oder ist das Unkraut? Ist das Unkraut? Nö. Das hier rechts ist Unkraut. Aber das ist doch kein Unkraut. Sieht mir schon ziemlich nach Hafer aus. Also für mein Auge. Das Ding ist halt, wir müssen halt dann, glaube ich, die Hälfte vom Feld noch düngen. Oder ist er jetzt schon gedüngt? Oder ist es jetzt noch gedüngt? Dann können wir mal nachgucken. Ertrag, nee, Stickstoff, nee, doch, Stickstoff. Ja, nicht doch, ist im grünen Bereich. Das müsste euch so passen, wie es ist. pH. pH ist ja Kalk. pH ist Kalk, Stickstoff ist Dünger. Ja, der ist jetzt gerade im gelben Bereich. Ist gelb sauer? Ich glaube noch nicht, oder? Rot ist sauer. Rot ist sauer, dann ist jetzt unseres im gelben Bereich. 99%, really? Alter. Also minimal knapp würde ich mal sagen, ne? So, dann können wir die mal ausmachen hier. Dann sind wir heute sogar mit Cent fertig geworden. Hätte jetzt keine hätte sich keiner anfangs erwartet, aber mit der Sellmaschine ist das relativ. Wir sind fertig. Mit der Sellmission, dann haben wir. Oh, wir haben wieder 20.000. Mhm, Düngemission, ja. Ja, vorher minus 6. Hier schon ein bisschen plus gemacht. Aber trotzdem sind wir für die heutige Folge auch schon wieder fertig, liebe Leute. Jetzt kommt natürlich die Abmoderation, die niemals fehlen darf. Ein Däumchen wäre ein Träumchen und kostet auch keinen Cent und den roten Knopf graufärben, falls ihr nicht getan. Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst und das war's von mir. Dann sehen wir uns schon bald zu einer weiteren Folge hier auf der App Store für Heide im LS19 zusammen mit Philipp und bis dahin macht's gut, haut rein und ciao, ciao. Ciao.